Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, die Mimi, und der Christian. Heute kommt meine Top-Trainer-Folge. Ich kann das kaum erwarten. Ich habe dieses schicke Artwork und ich würde sagen, auf geht's. Und da sind wir auch wieder. Ich habe mal einmal das Heftchen natürlich und ich sag mal erst so, wartet. So eine Goldkarte ziehen. Das wäre mal was. Das wäre es, ja. So einmal würde mir schon reichen. So, wenn es nochmal interessiert. So. Die Kartenbrenner. Würfel. Marken. Energiekarten natürlich. Die schönen Sleeves. Und das Wichtigste. Die Booster. Wobei, das nochmal kurz erwähnt habe, wie schön. So. Jetzt aber die Booster. So. Booster Nummer 1 mit Rayquaza drauf. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja sogar drin, das ist ja natürlich richtig nice. Das ist das erste Ring. Ha, so. Ich hab's richtig rum rausgemacht. Gucken, wie viele alternative Artworks die Mimi heute zieht. Schauen wir mal. Die Energie. Nachahmerin. Gummihandschuhe. Enturon. Enturon, höhö. Ich hab auch immer so ein Glück. Zorova. Hippotas. Ich muss irgendwie so lachen, die Augen. Liebeskuss. Dodino und ein Altaria. Ja, komm. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, da werden mich nach Veröffentlichung der Videos jetzt präsentiert. Genau. Und da kriegt ihr auch immer noch mal Info über die neuen Videos, die kommen. Ja. Dann haben wir die Energie. Buddelhandschuhe, passend zu Gummihandschuhen. Schatzenergie. Kanimana. Aktiv. Klopptibox. Der Kleptoman. Zum Beeres. Knopfel. Schleifenorden in Reverse und ein Gaunux, passend zum Kleptifuchs. Jawohl. Ja. Und weiter geht's. Bin ja echt gespannt, ob sich die Box lohnt. Ja, ich auch. Ja, zum Glück noch passen, oder? Ja. Und wer wissen will, was in der anderen Top-Trainer-Box drin war, der kann ja gerne sich das vorherige Video anschauen. Oh yeah. Aber ich kann es auch nochmal verlinken, natürlich. Kann man sagen, da war mein Lieblingsdrachen-Pokémon drin. Eben, von daher schaut gerne vorbei. Mal gucken, ob ich so ein bisschen mithalten kann. Ach, bestimmt. Arctip und... wir haben schon mal Persolein V. Nice. Ja, erstmal wieder. Dim. Kann natürlich zack. Schön schon mal doppelt gesleeved, ne? Zack. Immerhin schon mal eine V-Karte. Nice, echt schön. Weiter geht's. Ach, wie aufregend. Ein Kronenkarte. Sehen da schon so leicht gedamaged aus. Wäre natürlich nicht so schön. Schauen wir mal. Osarin. Aerokax. Rettungsbox. Wablu. Enton. Ob dahinter ein Enturon ist. Mal schauen. Mann. Flavebe. Traumato. Hieronymus. Mir ist was aufgefallen. Zenglong. Und zwar ist in Sachenwandel irgendwie nicht gar nicht so viele fokussierte und fließende Angriffskarten drin, oder? Vielleicht, weil es nicht der Schwerpunkt ist.
Ja, doch, ist es ja jetzt in der ganzen Welt. Nimm mal ein Kotoni im Polo. Ich wollte schon wieder V sagen. Alles klar. Aber eine schöne Holo. Ja, das stimmt. Und die Reverse Holo finde ich sogar schöner. Ja, weil es ein Drache ist, ne? Aber ich finde, mit dem Aufmachen hat wieder so ein bisschen. Schwieriger, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ein bisschen nachgelassen. Es geht nicht mehr so flutschig. Feuer. Mond, Sonnenorden. Kastellit. Vibrana. Oh, jetzt habe ich ihn. Teddy Ursa, ich bin ihn so süß. Ja, überhaupt. Wie sieht so aus wie ein Knuddel? Turzel. Läufig sieht auch cool aus. Kindwurm. Ach, diesen Begriff, ich mag ihn nicht. Guck mal, fällt dir was auch auf an dem Kindwurm? An der Karte an sich? Das unten auch das Drachenzeichen in der Mitte, das ist mir jetzt mal gar nicht aufgefallen. Echt nicht? Doch. Hier unten ist es und ja, hier ist es. Das hast du mir oben aufgefallen, aber unten das. Das sind ja auch diese Reverse, also diese Zeichen, die bei den Reverse. Ja, klar. Shopping Center und ein Tropius. Ach komm. Weiter geht's. Drei Booster noch. Ein bisschen haben wir noch. Ja. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Man darf mich über etwas Größerem freuen. 1, 2, 3, 4. Hätte ich nichts gegen. So. Wird zickern auf jeden Fall. Schatzenergie. Doch Mund hier. Baumholz. Er hängt einfach die so. Vorentwicklung. Von? Vom Mund hier. Achso. Das habe ich gar nicht. Gottchen, das habe ich nicht erkannt. Auf und Letra King. Kennst du doch schon auch noch ganz gut, ja, oder? Das. Genau, dann. Ja. Aha. Trotzdem, er hängt da einfach so chillig ab. Emolga, Kanivana, Arctip, wieder ein Kleptifuchs. Wie nice. Moment, man erkennt es kaum, dass es eine Reverse-Hole ist. Ja, seht ihr das? Die sind Unlichtkarten immer. Das sieht ja ganz cool. Und ein Farbigel. Aber das Lava, das ist schon ein starker Hit eigentlich. Zumindest was das Spielbare angeht. Na, schon gar nicht so schlecht. So, das vorletzte Pack. Meine Hoffnung, sie schwindet gerade so dahin, muss ich ein sagen. Ein gewisser Hit kann das alles jetzt noch wettmachen. Kann. Die Frage ist, ob es tut. So, da starten wir wieder Roy. Kristallhöhle. Spielzeugfänger finde ich irgendwie auch so lustig. Datiri. Liebes Kurs. Coutini. Und dann hängt er wieder so ab. Emolga, Hypno und ein Sengler. Ich muss auch dazu mal was sagen, wenn du mal auf die Karten guckst und siehst, wie viele Karten in dem Set drin sind. Und da sind ja noch nicht die Secret Bears dabei. Boah, ist echt viel. Wiederholen sich aber irgendwie ganz schön auch die Karten, ne? Oder? Ja. So manche zumindest. Ja, das ist ja immer so. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Bleibst bei der 1V? Ich sag ja. Ich hab's im Gefühl. Da kommt nichts mehr, Leute. Ich habe mir Entorn. Hypoteros. Spielzeugfänger. Samurzel. Wablu. Enton. Und ich dachte Entorn. Kiesling. Labebe. Läufe. Und ich sag, Leute, da ist nichts. Ampharos, ich sag's schade. Doch. Nein, immerhin eine V. Ne? Ja, aber. Also. Ja, man erwartet ein bisschen mehr. Das ist dann eine V. Die schöne Reverse Holo, die man irgendwie gar nicht als Reverse Holo erkennt. Und eine Holo. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch so eine Box hattet, was da so drin war. Oder genau. Auf den Discord kommen und die Hits posten. Da ist nämlich auch ein extra Channel dafür. Oder so, und könnt ihr mal reinschreiben, was ihr gerne ziehen wollt. Oder was ihr vielleicht schon gezogen habt und sehr glücklich drüber seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.